Erinnerst du dich an deine letzte Achterbahnfahrt? Langsam steigt die Gondel nach oben und dann heißt es Hände hoch und loslassen vom Alltag. Aber wer sind eigentlich die Holzverarbeitungsprofis, die solche gigantischen Achterbahnen aus Holz überhaupt möglich machen? Ja, jedes Jahr im Winter wird der Heidepark zugemacht und dann können wir mit unseren Sanierungsmaßnahmen hier beginnen. Und damit stehst du jetzt hier an deinem ersten Tag als Zimmererin in der Ausbildung. Findest du die Lupe? Dort inspiziert Paul gemeinsam mit seiner Gesellin die Holzachterbahn. Einige Holzelemente müssen definitiv ausgetauscht werden und dafür geht es jetzt ab in den Betrieb. Und dann noch ein bisschen gucken, dass es richtig liegt. Einwurf erstmal. Siehst du die Zahnräder? Dort an der sogenannten Abundmaschine steht Tetje. An dieser Maschine wirst du gleich beobachten können, wie unser benötigtes Holzstück bearbeitet wird. Als Zimmererin ist das hier schon bald eine gewohnte Umgebung für dich. Handwerk und technische Geräte. Am Ende wird alles in solchen Werkstätten vorbereitet, bearbeitet und bereitgestellt. Die Show gehört jetzt ganz der Abundmaschine. Vollkommen eigenständig fräst und bohrt sie und kann unsere Holzstücke sogar perfekt zurechtschneiden. Wir wollen jetzt die Wand bauen hier heute. Ja, komplett mit Fassaden. Ja, die bauen wir komplett mit Fassade. Das heißt, die legen wir auch gar nicht erst weg. Wir bauen erst den Rahmen zusammen und beklanken eine Seite mit OSD 3. 15er, ne? Ja, nehmen wir 15er. Das nehmen wir gleich hier aus dem Lager raus. Jetzt arbeitet er die erste Platte ab. Genau. Ne? Jetzt gibt es ihn frei. Jetzt lädt er das Programm hier ein. Ist noch auf Störung. Jetzt kommt die CNC-Maschine ins Spiel. Mit Platten aus dem Lager führt sie aus, was Tetje eben im Computer eingestellt hat. Der Clou? Alles läuft hier vollautomatisch. Jetzt zieht er hier praktisch die Platte hier oben auf die Maschine rauf. Aber keine Sorge. Als Zimmererin sind deine Hände natürlich immer noch das wichtigste Werkzeug. Tetje setzt da, wo du den Hammer sehen kannst, gemeinsam mit seinem Meister die Wände eines bereits vorgeschnittenen Holzhauses zusammen. Danach kommen auch ganz klassisch Zollstock und Klammerschussgerät zum Einsatz. Hinten siehst du, wie bereits damit angefangen wurde, die Holzbauteile fertig zu montieren. Solche Vorfertigungen in Zimmereibetrieben sind mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Und die Vorteile dafür liegen klar auf der Hand. Die Arbeit hier ist ein Heimspiel für die ZimmererInnen. Dazu sicher und praktischerweise kann es hier weder regnen noch stürmen. So, bauen wir den hier an. Ja, okay. Du nimmst das Holz, ich habe Nägel für dich. Ein Traum. Abenteuerlich darf es hier dafür mit Paul weitergehen. Das neue Holzteil wird in 40 Meter Höhe fertig montiert und sitzt wie maßgeschneidert. Und mit einer sicheren Achterbahn im Portfolio endet hier dein erster Tag als Zimmererin. Wir sagen Tschüss und vielleicht bis bald.